lernst du einen einfachen Weg zum Blues-Spielen auf der Gitarre. Perfekt für dich geeignet, wenn du mit dem Thema Blues noch nicht so vertraut bist. Ich gebe dir heute alles an die Hand, was du am Anfang brauchst, um eine einfache, aber gut klingende Blues-Begleitung zu spielen, egal in welcher Tonart, und du lernst die Grundlagen des Blues-typischen improvisierten Solospiels. Das ist doch eine ganze Menge. Ich habe es in 7 Arbeitsschritte unterteilt, also legen wir los. Die Grundlage für das Spielen eines Blues, egal ob alleine oder mit anderen Musikern, bildet üblicherweise das 12-taktige Blues-Schema. Man könnte sagen, das sind quasi die wichtigsten Spielregeln für den Blues, die man kennen muss, um überhaupt anfangen zu können. Also wie bei einem Brettspiel oder bei einem Ballsport, ein Spiel braucht Regeln, damit es Spaß macht und damit alles irgendwie geordnet abläuft. Das wird nämlich beim Musikspielen oftmals vergessen, aber nicht bei mir. Wir benötigen also für den Blues das 12-taktige Blues-Schema und ähnlich wie es beim Brettspiel verschiedene Spielvarianten geben kann, gibt es auch verschiedene Varianten des Blues-Schemas. Wir bleiben bei der allereinfachsten Möglichkeit heute. Wir haben es mit einer Abfolge von 12 Takten zu tun, die in einem Blues ganz viele Male immer wiederholt wird. Denn 12 Takte sind ja schnell vorbei. Bei Volksliedern oder Popsongs oder Rocksongs hat man es ja in der Regel mit verschiedenen Teilen zu tun, wie Strophe, Refrain, Bridge oder sowas. Beim Blues bleibt es bei dieser Blues-Form von 12 Takten, die ganze Zeit wiederholt wird. Innerhalb dieser 12 Takte, meist ganz normaler Viervierteltakt, wechseln sich 3 Akkorde in einer bestimmten Reihenfolge und Dauer der Akkorde ab. Das ist alles. Diese 3 Akkorde werden oftmals als Tonika, Subdominante und Dominante bezeichnet. Du kannst dir aber auch merken, Akkord 1, Akkord 4 und Akkord 5. Das sind Platzhalter für die eigentlichen Akkorde und die konkreten Gitarrengriffe, die wir im nächsten Schritt spielen werden. Warum 1, 4, 5 und nicht 1, 2, 3? Weil die Grundtöne der 3 Akkorde immer der 1., 4. und 5. Ton einer Durtonleiter sind. Beispiel Blues in A, da haben wir die Grundtöne der Akkorde A, D und E. Blues in C, C ist die 1, C, D, E, F, F ist die 4, G ist die 5. Ganz einfach. Aber mit den Platzhaltern 1, 4 und 5, also eigentlich Akkord der 1. Stufe, der 4. und der 5., kannst du es erstmal allgemein auswendig lernen und dann in der Praxis für die jeweilige Tonart abzählen, welche Akkorde das jetzt sind. In der einfachsten Version des Blues-Schemas spielt man also im Takt 1 bis 4 nur den Akkord der Stufe 1. In Takt 5 und 6 dann die Stufe 4, im Takt 7 und 8 wieder die Stufe 1, nur im Takt 9 die Stufe 5, im Takt 10 nochmal die Stufe 4 und in den Takten 11 und 12 nochmal die Stufe 1. Dieses Schema ist schon die grundlegende Spielanleitung für den Blues. Sie gilt auch unabhängig für alle Instrumente, alle Tonarten, egal ob schnell oder langsam gespielt wird. Das ist die Basis. Hierzu gleich eine Übung. Du gehst ohne Gitarre die 12 Takte in einem gleichbleibenden Tempo durch, gerne auch mit Metronom, und sagst im Rhythmus zu Beginn eines jeden neuen Takts laut die Stufe an, also 1, 4 oder 5. Diese Stufen 1, 4 oder 5 übrigens nicht verwechseln mit Zählzeiten im Takt, also 1 und 2 und 3 und 4, und dazu kommen wir noch. Hier geht es wirklich um Platzhalter für Akkorde. Also ich mach's mal vor, beginnend mit dem ersten Takt im Blues. 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 1. 5, 4, 1, 1. Das waren die 12 Takte mit den Zahlen für die Akkordstufen. Im zweiten Schritt machen wir es jetzt konkret und übertragen das Blues-Schema auf die Gitarre. Dazu müssen wir natürlich wissen, in welcher Tonart der Blues gespielt werden soll. Hier ist im Prinzip alles möglich. Gitarristen spielen gerne Blues in A oder in E. Pianisten vielleicht gerne C, weil da nur wenige schwarze Tasten nötig sind. Bläser spielen Blues gerne in F oder in B, Sänger je nach Stimmumfang und Gewohnheit in allen möglichen Tonarten. Daher zeige ich dir eine völlig flexible Begleitvariante für die Gitarre, sodass du auf jede Tonart vorbereitet bist und mit allen möglichen Leuten zusammenspielen kannst. Wir nehmen jetzt immer den Blues in A als Praxisbeispiel, aber ganz am Ende des Videos zeige ich dir noch als Bonustipp, wie du das für andere Tonarten auch passend machst. Blues in A heißt, wie gesagt, wir haben die Akkorde A, D und E. Wir spielen jetzt erstmal immer nur mit dem Daumen der rechten Hand die Grundtöne auf der 5. und 6. Seite. Alles gegriffen im Bereich der 5. Lage, also erster Finger ist im 5. Bund, A auf der 6. Seite im 5. Bund, D auf der 5. Seite im 5. Bund und E auch auf der 5. Seite, aber im 7. Bund. Und auf der 6. Seite, das A, greife ich mit dem Zeigefinger, auf der 5. Seite die beiden Töne mit dem Mittelfinger. Warum? Das zeige ich dir gleich im nächsten Schritt.
Du sagst jetzt vielleicht, Moment mal, für A, D und E könnte man doch auch ganz einfach Leerseiten nehmen, dann müsste man gar nichts greifen. Stimmt. Aber weil ich dir ja heute eine Bluesbegleitung für alle Tonarten zeigen will, ist es mit gegriffenen Tönen einfacher, weil man gegriffene Töne dann ganz einfach verschieben kann für die verschiedenen Tonarten. Leerseiten sind dagegen, wie du weißt, nicht verschiebbar. Dann müsste man beim Blues in F wieder von vorne anfangen zu überlegen. Das ist auch gut, aber viel mehr Arbeit. Übrigens, wenn du mein Video hilfreich findest, freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, über ein Kanalabo. Und wenn du Lust hast, schreib mir dazu gerne auch mal deine Meinung als Kommentar. Vielen Dank. Diese Grundtöne alleine kann man schon verwenden, um jemanden zu begleiten. Aber spannender wird es, wenn wir noch weitere Akkordtöne hinzufügen. Sehr gerne werden im Blues Dominant-Sept-Akkorde gespielt. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Akkorde mit einer 7 im Akkordsymbol. Also sowas wie A7 hier, D7 und E7. Vielleicht kennst du dafür schon Gitarrengriffe, aber lass dich heute einfach mal auf meine Vorschläge ein. Die machen sich hier besonders gut für das, was ich hier zeigen möchte. Und sind auch leicht zu greifen. Dem Grundton A fügen wir jetzt noch zwei Töne hinzu. Auf der übernächsten Seite, im selben Bund, greifst du mit dem Mittelfinger die sogenannte kleine Septime. Und nochmal eine Seite weiter und nochmal einen Bund weiter, die große Terz mit dem Ringfinger. Das ist der ganze Akkordgriff. Die Namen Terz und Septime sind hier nicht wichtig. Das ist nur die gängige Art und Weise, mit ein bisschen Erfahrung, wie man Akkordtöne benennt. In der rechten Hand verwende ich bei dieser Begleitart kein Plektrum, habe ich mich entschieden, sondern zusätzlich zum Daumen für den Grundton auf der fünften oder sechsten Seite den Zeigefinger für die vierte Seite und den Mittelfinger für die dritte Seite. Das klingt für meine Ohren hier besser als mit Plektrum und ist auch praktisch, weil wir ja hier die fünfte Seite dazwischen nicht mitspielen wollen. Okay, was machen wir jetzt beim D7 und E7? Wie schon im zweiten Schritt gesagt, ist jetzt der Mittelfinger für die Grundtöne D und E auf der A-Seite verantwortlich. Was die beiden zusätzlichen Akkordtöne angeht, die liegen bei D7 und E7 auch auf den mittleren beiden Seiten. Der Ringfinger rutscht jetzt von A7 kommend für D7, ohne den Kontakt mit der Seite zu verlieren, einfach einen Bund zurück zum fünften Bund. Der nun frei gewordene Zeigefinger wird im vierten Bund auf der vierten Seite platziert. Das ist der D7-Griff, den ich hier verwende. Für die theoretisch Erfahrenen, wir haben wieder die große Terz und kleine Septime, aber in anderer Reihenfolge als beim A7, um beim Akkordwechsel minimal Bewegung drin zu haben. Und für E7 schiebst du diesen Griff einfach nochmal zwei Bünde weiter. Fertig. Somit klingen die drei Blues-Akkorde wie aus einem Guss und sind leicht und mit etwas Übung ohne hinzuschauen zu wechseln. Wie gesagt, der Ringfinger hält die ganze Zeit den Kontakt zur dritten Seite. Das ist eine große Erleichterung. Das Wichtigste für den Rhythmus im Blues, egal ob Solospiel oder Akkorde, sind die ternären, unterschiedlich lang gespielten Achtelnoten. Was heißt das? In den meisten Stilen werden aus einer Viertelnote zwei gleich lange Achtelnoten. Klar, die Viertelnote wird halbiert. Das zählt man dann 1 und 2 und 3 und 4 und alles gleich lang. Im Blues ist die rhythmische Aufteilung aber 2 zu 1. Das erste Achtel dauert doppelt so lang wie das zweite. Wir dritteln die Viertelnote und der erste Anschlag bekommt zwei Drittel, der zweite nur ein Drittel. Zusammen dauern sie aber nicht länger als eine normale Viertelnote. Das, was wir mit unzählen, kommt jetzt einfach später als gewohnt und ist dafür kürzer. Versuch am besten, es nach Gehör zu erfassen. Es wäre also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wir spielen jetzt immer einmal alle drei Töne gleichzeitig auf die Zählzeit 1. Das dauert rhythmisch die zwei Drittel der Zählzeit. Und dann direkt danach noch einmal nur Zeigefinger, Mittelfinger ohne den Daumen. Das wird dann kurz gespielt. Das ist dann das fehlende Drittel der Viertelnote. Also. Das ist schon alles, aber auf die Zählzeiten 2 und 4 im Takt klatsche ich die Finger auf die Saiten. Also. Damit haben wir ein perkussives Element mit drin, praktisch einen eingebauten Schlagzeuger. Mehr mache ich nicht. Das sorgt dann dafür, dass in Verbindung mit anderen Musikern oder wenn du dich selbst aufnimmst und dann darüber Solo spielst, es maximal transparent bleibt und das Solo-Instrument mehr im Mittelpunkt steht. Wenn man in der Begleitung zu viel macht, kann es schnell nervig klingen. Übrigens gilt dieser ternäre 2 zu 1 Rhythmus auch für die Achtelnoten im Solospiel. Dazu kommen wir gleich. Hier aber erstmal das ganze Blues-Schema mit der gezeigten Begleitart.
Wenn du jetzt vielleicht den Entschluss gefasst hast, dich noch intensiver mit Bluesbegleitung und Solospiel zu beschäftigen, dann empfehle ich dir auch meinen umfangreichen Videokurs zum Thema, der heißt Blues-Ratgeber. Ich weiß, es gibt viele Bücher und Videokurse zum Thema Blues. Was sind also die Besonderheiten meines Kurses? Mir ist in all meinen Kursen vor allem das größte Anliegen, dass man alles verstehen kann, was man tut. Ich setze dir nicht nur irgendwas zum Nachspielen vor, ich erkläre dir, wie es zusammenhängt. Und dieser Kurs ist in zwei spielerische Levels unterteilt, einmal Solo und Begleitung für Einsteiger, einmal für weiter Fortgeschrittene. In Summe dann über 25 Videos mit über 3 Stunden Lehrmaterial. Es gibt 6 praktische Instrumentalstücke, wo die gelernten Begleitstile und die Solo-Licks und alles zum Einsatz kommen, sodass du alleine zu einer kompletten Bandbegleitung auch gut klingende Stücke spielen kannst. Natürlich mit Noten und Tabs als Begleitheft und Guitar Pro Dateien und meine persönliche Betreuung. Wenn es Fragen gibt, schau dir das gerne mal an. Um jetzt ein Solo über das 12-taktige Blues-Schema zu improvisieren, also spontan dazu passende Melodien zu erfinden, bedienen wir uns der Pentatonik, einer beliebten 5-Tonleiter, quasi als Schablone. Im Hintergrund sehe ich das. Diese hat den Vorteil, dass jeder Ton über dieses Blues-Schema passend klingt. Du kannst damit nichts mehr falsch machen. Beim Blues in A nehmen wir die A-Moll-Pentatonik. Ich zeige sie dir hier in der 5. Lage. Das heißt weder, dass du diese Töne ständig alle spielen musst, noch dass andere Töne verboten wären. Das sind nur die sicheren Töne, auf die du dich immer wieder zurückziehen kannst. Um damit jetzt Musik zu machen, hat es sich bewährt, erstmal mit 2 Saiten jeweils herumzuspielen. Also gar nicht das ganze Muster jetzt sofort auswendig lernen. 4 Töne merken, damit ein bisschen musikalisch herumspielen und wenn es dir langweilig wird, nimmst du die nächsten 2 Saiten, also wieder 4 Töne dazu. Ob Fingeranschlag oder Plektrum, würde ich jetzt dir überlassen. Mir fällt beim Solospiel das mit Plektrum leichter, aber probier es einfach aus. Besonders bluesig klingt es, wenn du der Pentatonik dann noch einen weiteren Ton hinzufügst, den man auch Blue Note nennt. Es handelt sich dabei, wenn du es genau wissen willst, um die übermäßige Quarte oder verminderte Quinte oder Tritonus. Ist alles dasselbe. In unserem Pentatonikmuster können wir den an 2 Stellen noch einfügen. Während die Pentatonik ohne Blues-Akkorde im Hintergrund sehr neutral, unaufgeregt klingt, gibt diese Blue Note jetzt die entscheidende Würze, lässt es also noch interessanter klingen. Pentatonik plus Blue Note nennt man deswegen auch Blues-Tonleiter. So richtig amtlich klingt das Solospiel dann, wenn du die vielen Möglichkeiten der Gitarre nutzt, Töne zu manipulieren oder anders zu erzeugen als über den ganz normalen Anschlag. Ich zeige dir aus Zeitgründen nur 2 Beispiele. Mit Bending, Deutsch Saiten ziehen, kannst du Töne der Pentatonik erhöhen, also praktisch zum nächsten Ton hochbenden, die Saite hochschieben, ohne dass du den nächsten Ton dann noch greifen müsstest. Und Slide bedeutet hineinrutschen in Töne, also wieder Pentatonik als Schablone, aber du rutschst hinein oder raus aus den Tönen, das geht auch.
Jetzt ist ja immer noch die Frage offen, wie du alles heute Gelernte nicht nur beim Blues in A, sondern auch in jeder anderen Tonart umsetzt, zum Beispiel Blues in C. Die Akkorde kannst du dir über die bekannte Formel 1, 4, 5 herleiten. Wenn C die 1 ist, habe ich schon gesagt vorhin, ist F die 4 und G die 5. Aber praktisch gesehen noch einfacher ist es, wenn du weißt, von A nach C, wie groß ist der Abstand. C ist 3 Halbtöne höher als A, 3 Bünde weiter. Das heißt, alles, was du jetzt beim Blues in A gespielt hast, schiebst du für den Blues in C 3 Bünde weiter. Egal ob Akkorde, egal ob Solotöne, alles exakt 3 Bünde verschieben. Und dann musst du quasi nichts Neues lernen. Beim Blues in F macht man es so, der kürzeste Weg von A zu F ist in die andere Richtung. F ist 4 Halbtöne tiefer als A. Also würdest du für den Blues in F alles 4 Bünde nach links aus deiner Sicht spielen. Das ist alles. Damit transponierst du das in beliebige Tonarten. Was aber, wenn das, was du beim Solospiel zustande kriegst, einfach noch nicht gut klingt, überzeugend für deine Ohren, wenn du keine Ideen hast, wie du mit der Pentatonik oder Bluestonleiter jetzt wirklich Musik machst. Die richtigen Töne zu kennen, ist ja nur der Anfang. In diesem Video hier geht es genau darum, was du alles tun kannst, um ein tolles Gitarrensolo mit diesen 5 Pentatoniktönen zu spielen. Also schau dir das am besten gleich als nächstes an.